Herzlich willkommen zur 71. Folge Simulanz mit der Felix Loh. Hallo. Hallo. Kommst du etwa durcheinander bei den Folgen durch das ganze Neugestarte? Ja. Das ist natürlich schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du machst echt guten Umsatz mittlerweile. Du holst in großen Schritten auf. Und das komischerweise nur die Hälfte der Betriebskosten, ich habe. Doch super. Finde ich eigentlich grundsätzlich nicht so super. Meinungen sind halt unterschiedlich, ne? Ja, grundsätzlich schon. Da hast du halt auch einfach Pech, dass du mit dem besten Simotrans-Spieler auf diesem Server spielst. Verstehst du den Joke? Nee. Aber ich finde, mit 387 Euro Einnahmen ja, kann man schon mal arbeiten. Findest du? Traurig ist, ich habe jetzt schon fast mein Vormonats, meine Vormonatseinnahmen erreicht. Das ist doch super. Finde ich eigentlich grundsätzlich auch. Viel besser wäre aber eigentlich ein vernünftiges Stadtwachstum. Stadtwachstum hin und her, wer braucht das schon? Frage ich mich manchmal auch,
Ich habe jetzt schon 677. Das heißt, meine Einnahmen sind höher als meine Betriebskosten. Das ist doch schön. Aber gut, über die Standard brauchen wir darüber, glaube ich, bei weitem noch nicht zu reden. Weißt du, wo richtig Freude aufkommt? Beim Kompilieren wurden so gut wie alle Haltestellen, die doppelt benannt wurden, einfach umbenannt, ne? Oh, schön. Das heißt, meine gesamte Stadt hat jetzt neue Haltestellennamen, so gefühlt, außer halt ein paar. Ja, finde ich gut. Grundsätzlich. Ich total auch, ja. Ich bin sehr glücklich darüber. Dann ist doch schön. Ich mache gerade Freudenspringen, hörst du das? Richtige Freudensprünge, aber so richtig. Ich habe richtig Spaß. Ist ja nicht so, dass ich dafür um die ganzen Haltestellen um zumindest 5 Minuten gebraucht habe oder so. Also für den Fall der Fälle, du könntest an den Übergabebahnhof auch deine Seite des Übergabebahnhofs dran setzen, ne? Nein, will ich nicht. Dann nicht. Also ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine Sache
die jetzt mal vernünftig hinstelle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dein Betriebsgewinndiagramm echt gut. Ist das so? Ja. Und warum? Weil es ziemlich gleichmäßig weiter in Richtung Schulden geht. Ich versuche immer noch das Problem daran zu verstehen. Dass du mehr Minus machst als ich. Das wundert mich jetzt persönlich gesehen nicht unbedingt, wenn bei mir Züge fahren, die einfach nichts machen, weil gewisse Leute sich lieber erstmal auf ihre Seite fokussieren. Ja. Man muss ja Prioritäten setzen. Wieso macht er das so?
1. Das heißt, das Ding ist der Übergabebahnhof da hinten. Hast du den Übergabebahnhof mit der öffentlichen Hand gebaut, ne? Ich habe alle Schienen, Signale und so weiter und so fort mit meinem Geld bezahlt und den Bahnhof mit der öffentlichen Hand, ja. Und jetzt ist natürlich nur das folgende Problem: Wie soll ich dort meinen Bahnhof ansetzen? Indem du auf die andere Seite der Karte gehst, also du deine tollen Sachen hier hinsetzt auf deiner Seite und hier die Mitte ist. Das ist die Mitte der Karte, die ich freigelassen habe. Also gehst du jetzt hin und baust den hier hin. Und verbindest das dann über die tolle eine Schiene, die da ist, mit dem Bahnhof aneinander. Okay. Das heißt, ich komme ja tendenziell von... So war es zumindest gedacht. Es ist also zumindest der Plan, den wir beim letzten Mal so um ein paar grob aufgebaut hatten. Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. Von welcher Seite ich komme.
das ist das Übergabegleis. Hallo. Ne, ich muss doch hier auf mich hinsehen. Ich kann den Zaun ja nicht weg. Richtig. Wo ist mein Bahnhof? Ah, das ist von dort aus. Kann hier kein Signal aufgestellt werden. Warum nicht? So, und jetzt muss ich öffentliche Hand nehmen. Was hast du da für Dings genommen? Den beidseitigen? Ich habe den beidseitigen Bahnsteig genommen, ja. Das eine Gleis da kann wieder weg, ne? Das ist von mir, also wenn wir sie es wegreißen. Oder so.
So, 1, 2, 3, 4. Gut, mein Bauch steht. Immerhin. Aber Alter, jetzt seid doch mal stolz auf mich. Ja, ist ja angeschlossen, fahren da schon Züge drauf. Mit der Kapazität, die ich da auch hinfahre, also mit 4000 pro Fahrt. Gut, vielleicht sind es auch 5000 oder so. Da schon ja einen Stress zu machen, nur weil er Geld verdienen will oder was? Ach so. Das kann nicht jeder in seiner Stadt drinnen schon 15.837 Gebäude drin stehen haben. Ja, dann hau doch mal Ohr drauf. Lass mein Ohr in Ruhe. Hau doch mal aus Ohr drauf. Einfach so. Wir sind aber am Ende der Folge angekommen. Tschüss. Tschüss.